Na, ihr Zuckerschuppen, fängt der Montag gut an, wa? Ich bin da. Ja, ich habe Post von Holi gekriegt. Wollt schon zum Fäden ziehen? Auf diese Teile hier habe ich mich schon gefreut, weil ich war ja am Wochenende wieder walken. Ja, der Arzt hat gesagt, dass bei uns hier bis zum Wasserturm sind 3 Kilometer. Ja, ich bin sondern 15 Kilometer gelaufen. Er hat dann gesagt, wie oft ich da hinlaufen darf, also von daher. Ja, und danach brauche ich immer so was Wunderschönes. Kick mal Birne. Ich freue mich schon wie Sau drauf. Und das ist Cranberry. Das hat schön Elektrolyte drin. Gerade nach dem Lauf ist es natürlich auch gerade nach dem Sport ist es ja ideal. Ist Magnesium drin, ist Kalium drin, ist zuckerfrei. Wir haben ja im Studio, ist ja bei mir, ich habe ja so die Getränkeflat mit drin. Oh, ich kriege ja dauernd Magenschmerzen von dem Zeug. Ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es daran, weil Zucker drin ist, weil mein Körper das nicht gewöhnt ist. Auch wenn da ganz wenig drin ist, ist das für mich trotzdem nie so gut. Als Diabetiker. Nee. Aber das hier. Ja. Ich habe mir so auf Birne gefreut, weil als Diabetiker darfst du ja auch nicht so wirklich, oder sonst nicht so wirklich Birne essen, weil das ja so einen hohen Fruchtzuckeranteil hat. Ja. Und darum liebe ich alles, was mit Birne ist. Der Messbecher. Wo bist du? Wo bist du? Hier kriegst du 50 Portionen raus. Aus jeder so einer Dose. Ihr kriegt natürlich mehr raus. Weil ich mir ja zu viel dafür mache. Aber ich mache heute mal. Heute mache ich mal so ein Messlöffelchen Rinder. Ich mache da immer so auf einen halben Liter Wasser. Das werde ich mir jetzt immer mit ins Studio nehmen, weil ich habe schon mal den Deckel verkehrt rum abgemacht. Naja. Das ist typisch für mich. Ja. Aber wie gesagt, ohne Cranberry. Das ist so auf der Basis Goji-Beere und Kokoswasser. Und damit ihr Geschmack. Ich müsste den jetzt shaken, aber wer mich kennt, weiß. Mein Shaker geht immer wieder auf. Ich sauge mich immer wieder ein. Aber man kann ja auch mit dem Löffel rühren, oder? Das geht ja heutzutage auch noch. So. Die haben sie auch als, heißt ja, wird mal richtig aussprechen, wa? Holy Hydration. Ja. Ja, das schmeckt eine Birne. Das schmeckt eine Birne. Und sehr angenehm. Also da kann ich so ja meinen Messlöffel drin machen. Einmal frei. So ein bisschen säuerlich, dann kommt so ein bisschen die Birne durch. Das war tutet. Also, wer viel Sport macht oder auch wer ansonsten nur Diabetiker ist, wa? So wie ich. Und mal was anderes trinken will. Immer nur Wasser geht nie. Ich trinke schon so viel. Also Wasser. Ich trinke ja hier so um die 3 Liter am Tag. Aber ich möchte auch ein bisschen Geschmack drin haben. Und das schmeckt sehr gut. Und ich bin mir ganz sicher, dass Cranberry, werde ich euch noch berichten, wird auch sehr lecker schmecken. Weil wie gesagt, hier ist kein Firlefanz drin, hier ist nichts weiter drin. Und wenn ihr so wieder in der sagt, machst du Werbung dafür? Ja, mach ich. Weil es mir gut schmeckt. Sonst würde ich es nicht machen. Den Link findet ihr wieder hier in der Beschreibung. Da gibt es auch wieder für Bestandskunden 10% Rabatt, wer will. Für neue Kunden gibt es 5 Euro Rabatt. Die haben dieses als Probeset wieder drin, habe ich gesehen. Ja, ich glaube, ich habe das schöne Set mit dem Shaker dazu. Ich muss mir auch mal einen neuen Shaker holen. Ja, meistens vermassel ich entweder die Deckel. Ach, weiß ich auch nicht. Shaker und ich sind nie so. Das sind nie so eine Freunde. Darum habe ich ja hier meine pinken Glitzertassen, die ich immer mit ins Studio nehme. Oder meine Hello Kitty Tasse. Und dann rühre ich mir das an zu Hause und dann nehme ich mir das mit. Wenn mir was nie bekommt, wird das im Studio. Ich meine, da kannst du ja auch leid und sowas alles, aber da muss irgendwas drin sein. Ich habe leider einen zu empfindlichen Magen. Ja. Ich lasse es mir heute noch schmecken. Ich werde mir das gleich noch kalt stellen. Wollt ihr nachprobieren? Ja. Das riecht doch ein bisschen in der Birne. Testet das. Probiert das aus. Los. Das wird gut. Und wenn es wieder wärmer wird, sowieso. Ja, ansonsten bei den Energy hier, habe ich ja auch, da mache ich für mich immer einen halben Messlöffel drin. Das reicht mir immer auf einen halben Liter. Ich bin schon hübbelig genug. Ich brauche nie noch mehr. Genießt die Woche. Wir sehen uns bestimmt noch. Und lasst euch das schmecken. Probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, ihr habt ja auch die kleinen Probier hier. Solche Probierpackungen, wo alles drin ist. Sowohl Energy als auch der Eistee und auch diese Hydration.
mit Elektrolyte. Macht das. Auch wenn ihr keine Sportler seid. Schmeckt trotzdem saulecker. Ja.